Hier drüben! Der Tod der Splitterflamme war in den Nestern? Es hört nie auf, oder? Mit den Flammen kommen wir klar. Das, hinter dem sie augenscheinlich her sind, jedoch. Ach, das ist der Wagen mit ganz viel Fleisch bepackt, okay. Trefft euch mit Honigpelz in den Außenbezirken von Loam. Ihr verströmt einfach den aromatischsten Duft. Seid ihr bereit für die großartigste Stadt unter der Erde? Ja, wir sind. Seid auf Monster vorbereitet. Scheinbar haben sich die Oberländer, die ihr sucht, schon eingelebt. Das ist die Gastfreundschaft in Niffen. Sie ist zurück. Sie ist zurück. Was für andere Oberländer? Älteste Honigpelz, ihr seid zurück. Erzählt mir alles. Ganz ruhig, Brünsas. Diese Oberländer sind mit dem feurigen Biest aneinander geraten, das wir vorhin gewittert haben. Gönnt ihnen eine Pause. Ich erzähle euch so lange die Geschichte. Natürlich. Wo sind meine Manieren? Willkommen in Loam, Oberländer. Wir sind das halt nicht so gewohnt, ne? Dass sie Besuch haben. Okay. Wen haben wir denn hier? Die Hochduftigkeit Aurantia. Und eine Lady-Hochduftigkeit Efer Vesta. Okay. Wir stellen uns, glaube ich, hier mal vor. Geht mit dem Segen der Sippschaft! Die Nieven von Loam bedeuten mir alles. Man riecht sich! Willkommen in Loam, Oberländerin, unser strahlender Duft einer Stadt. Ich heiße Aurantia, ich bin hier die Hochduftigkeit, was nur eine schicke Umschreibung dafür ist, dass ich die Anführerin bin. Und das bedeutet auch, dass ich mein Volk vor allem Unheil beschützen werde, das von oben durchgebrochen ist. Aber wisst ihr was, dafür bleibt später noch Zeit. Ibisian und Gluttal haben mich bereits aufgeklärt. Warum ruht ihr euch also nicht etwas aus? Okay, die stehen hier auch schon. Das sind also die Gäste, die schon länger da sind und die uns hier ein bisschen was erzählen können und sich schon eingelebt haben. So ist das. Ja, okay, dann ruhen wir uns einfach ein bisschen aus. Freundschaftssystem, man hat nicht alleine umher. Okay, jetzt geht's hier kräftig weiter mit Aufgaben. Ausrichtung Nieven von Loam, das müsste eigentlich die... Ist das die Weekly dann? Ich glaube, das geht in Richtung Weekly. Ich bin beeindruckt. Älteste Honigpelz spricht in höchsten Tönen von euch. Und das passiert selten. Zugegebenermaßen haben eure Freunde Ibisian und Gluttal in die gleiche Kerbe geschlagen, nachdem wir ihre Fährte aufgenommen hatten. Sie berichteten mir von eurer Jagd auf das Feuermonster vom Oberland, das in Zaralek eingefallen ist. Ein würdiger Grund, sich zu verbünden. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, um alles gemeinsam zu besprechen. Legt eine kurze Pause ein und lernt mein Volk kennen. Ob Handel, Freizeit oder Reisen, hier in Loam gibt es jede Menge Möglichkeiten, um Zeit zu verbringen. Trefft die Hüterin des Ruhms, den ruhmreichen Rüstmeister und den Flugmeister in Loam. Ach, wir sollen uns hier ein bisschen kundig machen, was hier so abgeht. Oh, und eine kleine Schnecke kommt an. Wieso kriegt sie jetzt Besuch von so einem Boten hier unten? Wo Luna auch schon alles gemacht hat und oben nie, wenn sie aufsteigt. Interessant. Vielleicht, weil Luna den Nievenruf noch nicht auf maximal hat. Das könnte sein. Und was haben wir noch? Tiefer, schneller, weiter. Seit die Höhle aufgerissen wurde, sind eine Menge Oberländer hier angekommen. Eine freundliche Geflügelte namens Vaskarn hat uns besonders geholfen. Sie hat die Rüstung der Wachen und die Waffen der Monsterjäger verstärkt. Sie wird wirklich nützlich sein, wenn ihr hier in Zaralek noch mehr riesige Monster erlegen wollt, sprecht mit Vaskarn. Ach, ich glaube, das ist die, die die Rüstung umtauscht. Okay, was will sie denn? Posti! Eine Schnecke beginnt euch anzustupsen. Sie hat einen Geruch an sich, der euch an einen Nieven erinnert, den ihr möglicherweise bereits begegnet seid. Ihr schiebt einen Brief zu euch und wartet darauf, dass ihr ihn annehmt.
Hallo Oberländerin, ich hörte, ihr helft gern. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich muss ein paar Pakete nach Waldraken schicken. Wenn ihr nicht reinschaut und keine Frage stellt, also wenn ihr nicht in die Pakete schaut, wird es die Sache wert sein. Sein, kommt vorbei, wenn ihr in Loam seid, dann einigen wir uns schon. Euer neuer Freund Ponzo. Sprecht mit Ponzo in Loam. Und noch eine Post. Hallo Sela, wir haben, wie ich hörte, helft ihr uns. Trefft mich doch in Loam, damit ihr eine Belohnung erhalten könnt. Gute Arbeit, immer weiter so. Mimub. Sprecht mit Mimub in Loam. Also sind das Rufsachen, die wir uns verdient haben. Wir schauen mal gerade rein, die Niefen. Wir steigen natürlich jetzt schnell auf, weil Luna da auch schon ein bisschen Ruf hat. Wir gucken mal. Wir haben einmal überhaupt den Ruf. Und dann die Vorräte dürfen wir jetzt auch wieder. Und Tauschhandel in Loam. Ah, deswegen sollen wir zu Ponzo gehen, weil wir das freigeschaltet haben. Okay. Alles klar. Dann geht's hier vielleicht noch weiter mit der Hauptgeschichte. Fantastisch, oder, Oberländerin? Jetzt zur Knochenarbeit. Wir müssen dieses Tiefenschinderfleisch an meine Kunden liefern und das Geld dafür abholen. Ja, ich dachte, da gibt es jetzt ein Festmahl für. Oder davon. Ich würde es ja selbst tragen, aber obwohl ich wunderschön bin, bin ich nur eine arme, alte und gebrechliche Frau, die gerade in Not ist, wisst ihr? Honigpelz zwinkert euch in gekonnter Manier zu. Warum übernehmt ihr das nicht für mich? Brinsas erledigt die Drecksarbeit, während ihr einen kleinen Rundgang durch die Stadt macht. Mache ich ja eh, weil ich soll ja so ein paar Leute besuchen. Tretet dabei ganz besonders Dufte auf. Wir sind ein freundliches Völkchen, liefert Tiefenschinderpakete in ganz Loam ab und kehrt mit dem Gewinn zur ältesten Honigpelz zurück. Ich freue mich schon auf den Duft. Ach, aber hier ist auch Brinsas. Der hier so Doch, der hat hier Pakete auf dem Brett. Ne? Also so abgepackte. Habt ihr euch schon der Hochduftigkeit vorgestellt? Ja, sie wird euch schon nicht beißen. Okay, bereit abzuliefern? Muss ich jetzt schnell hinter ihm herlaufen, oder wie? Eine Monsterjagd? Ah, nein, jetzt riecht er... riecht ganz anders als alles, was ich bisher gerochen habe. Sogar die älteste Honigpelz bringt nicht so unerwartete Düfte mit. Oh! Der sanfte, natürliche Gesang der Höhle wird von wilden Misthönen... Noten gestört. Die älteste Honigpelz mich als ihren Monsterjägerschüler gewählt hat. Okay, er schließt sich mir an, wollte ich gerade sagen, als er mir reingequasselt hat. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier überall hin müssen. Willkommen in der Stadt der Düfte. Ups, was haben wir denn da? Ach, das war der Buchstabe hier. Das ist schon irgendwie ein Grafikfehler oder sowas. Okay. Dann gehen wir doch erstmal in diese Richtung. Lederverarbeitung. Boxmeister in Ausbildung? Ich euch nicht fressen. Genau zur richtigen Zeit, Brünn. Mein Schüler hier könnte einen Sparringspartner brauchen. Ich bezahle euch hinterher für die Waren. Tut mir leid, Trainer. Ich habe leider alle Hände voll zu tun. Aber Sela wäre vermutlich zu haben. Randa! Verwendet alle Waffen, die ihr braucht, Kumpel. Geben wir unser Bestes. Was? Ich muss mich jetzt mit dem kloppen. Dann hier, mein Holy... Shit. Danke, danke. Schönen Tag noch, Trainer. Ihr auch, Marc. Hey, kommt zurück, wenn ihr je überlegt, eine professionelle Karriere anzustreben. Das wird schon kleiner. Machen wir eine Proteinpause und pumpen uns etwas auf. Was sagen wir, wenn wir verlieren? Der einzige Weg, eine Verletzung zu heilen, ist, eine schlimmere zu bekommen. Das ist genau die richtige Einstellung, Kleiner. So, beide fast gleich. Ah, schon kleiner als der andere. Okay, dann geht's weiter hier runter, glaube ich. Eis und Trank. Schnuppert ihr da ein Angebot, das euch gefällt? Kommt wieder, ja? Was haben wir denn hier für ein Zeremoniell? Brennofensängerin Malraka. Was immer sie tut hier. Oh,
Am wichtigsten ist es, eure Nase auf die Töpferware vor euch gerichtet zu halten. Bis dann! Diese hier. Wow, seid gegrüßt! Vertraut eurer Nase! Dieser Topf gehört zu ihr? Guck mal. Hey, ihr da! Kommt näher! Ich will euch beschnuppern! Das ist ein Man riecht sich! Zusammengehöriges. Oh, guck mal, da hinten ist schon unser Ponzo. Ihr wollt es? Dann haben wir es auch. Ihr wollt wie ich sein? Wollt ihr viele Steine haben? Schaut einfach zu. Ponzo zeigt euch, wie es geht. Ja, ich wurde hierher geschickt. Ich hab später noch Kann meinen Brief an euch riechen. Wollt ihr aushelfen? Ihr habt eine Nase für gute Angebote. Oh, wir haben sogar jetzt auch eine Aufgabe dazugekommen dadurch. Danke euch. Gut, ihr müsst Folgendes für mich tun. Ein Freund von mir, Kayan, ist bis hinauf nach Waldraken gegangen. Er erwartet eine Lieferung von mir. Könnt ihr sie ihm bringen? Aber keine Fragen. Nicht schauen, nicht riechen, nicht kosten. Das ist allein für Kayans Nase. Wenn euch das nicht stört, schicke ich euch los. Und danke euch natürlich. Das heißt, eigentlich, die waren jetzt nicht irgendwie hermetisch unter der Erde abgeriegelt. Die waren eigentlich auch schon überall ersehen. Waldraken, die kennen sich oben schon auch aus. Zumindest die Händler und so. Aber waren halt jetzt bis jetzt hier unten und wir haben von denen eigentlich nichts mitgekriegt, weil wir ja auch hier neu sind. Okay, bringt Bonzos Paket nach Waldraken und dann bekommen wir 10 Tauschsiegel, gegen die wir auch wirklich ziemlich viel eintauschen können. Ich sehe schon, okay. Ich habe später noch mehr ausgebeutelt. Ja, aber du hast noch was für uns. Oh. Oberländerin, euch. Gestattet mir eine Frage. Würdet ihr gerne auch einen so teuren Hut wie meinen tragen? Die Freuden des Lebens genießen? Wenn eure Antwort ja lautet, macht euch bereit, reicher zu werden, als ihr es euch je erträumen könntet. Im Ponzo-Stil. Gemeinsam können wir beide richtig reich werden. Natürlich bin ich schon reich, aber ihr könnt es auch sein. Nehmt einfach diese Gegenstände und zeigt sie in der Stadt herum. Ihr erhaltet von mir dann für jede Bestellung, die ihr in trockene Tücher bringt, einen Anteil. Also ich soll quasi sein Zeug, was er da so verkauft, als Vertreter den anderen schmackhaft machen. Okay, bringt die Bürger von Loam dazu Ponzos Creme und Teilnutzungsgutscheine für Glimmerrock zu kaufen. Kommt wieder, ja. Okay. Mal noch. Da hinten irgendwo was. Oben. Oh, wie kommen wir denn da hin? Das hier ist doch... Oh, die sehen aber ein bisschen grimmig aus, oder? Ich glaube, da gehen wir mal nicht rein. Guck mal, hier leuchtet einer. Ist das einer, den wir vielleicht bequatschen können? Hallo, es sind wirklich viele Fremde in der Stadt und alle wollen mir Dinge verkaufen. Wahrscheinlich, weil Ponzo alle anquatscht. Wärt ihr vielleicht daran interessiert, einen Krug mit Ponzos Creme zu bestellen? Ich würde mal sagen, das ist eine Dame, dann bieten wir Creme an. Nein, danke, ich habe die schon gekauft und sie hat gar nicht gewirkt. Ponzo hat versprochen, dass sie Harpien vertreibt, aber meine Schwiegermutter ist immer noch da. Meine Schwiegermutter ist doch keine Harpie. Und wie wär's denn mit einem Teilnutzungsgutschein? Oh, tatsächlich, sie hat einen genommen. Eine Chance, der Familie zu entkommen? Ha, da schlage ich zu. Ich schicke Ponzo sofort einen Tauschziegel. Ja, das ist doch perfekt. Dann haben wir wenigstens einen Teil losbekommen. Da hinten leuchtet auch noch einer. Vielleicht will der ja lieber die Creme. Hat er euch gar nicht gesehen? Dann ist das Gerücht wahr. Ihr seid die neue Angestellte. Die endlich Ponzos Hut kriegen wird. Na, mal sehen. Magst du vielleicht Creme haben? Ich kaufe einen Krug. Alles, damit ihr Ponzos Hut bekommt. Ich will den Ausdruck auf seinem Gesicht sehen, wenn ihr ihn direkt von seinem Kopf runterkauft. Willst du vielleicht auch einen Teilnutzungsgutschein? Glimmerrock? Oh nein, aus Schneckenrennen mache ich mir nicht so viel. Das ist mir alles viel zu rasant. Okay, er wollte nur selbe. Okay, ich glaube, hier finden wir jetzt keine mehr. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr darüber gehen. Möchtet ihr vielleicht einen Krug mit Ponzos Creme kaufen? Wenn ihr das kauft, bin ich ein Tauschstein näher an Ponzos Hut. Und vielleicht auch seiner Schnecke.
Ihr überredet mich, das Zeug zu kaufen? Will keine Creme kaufen? Wäre die vielleicht daran interessiert, einen Krug mit Ponzos Creme zu bestellen? Das wäre aber keine gute Werbung, wenn ich die Creme nicht haben will, oder? Ich gehe mal gar nicht... Obwohl, es wäre ja witzig, was er sagt. Ich will gar keine Creme kaufen. Ihr solltet darüber nachdenken. Eine Kiste mit 12 Krügen wird für euer Aussehen Wunder wirken. Ich glaube, er hat selber schon ziemlich viel verkauft. Willst du vielleicht eine Creme kaufen? Passiert das da bevor oder nachdem ihr Creme von mir kauft? Er ist halt auch schon von Ponzo angestellt, ne? Und wie ist es denn mit so einem Teilnutzungsschein? Damit kann ich etwas anfangen. Ich brauche einen Ort, um meinen ganzen Bestand von Ponzos Creme zu lagern. Okay. So ganz habe ich den Typen jetzt nicht verstanden, aber was soll's. Da oben sind, glaube ich, noch Interessenten. Hey alle, wow, was ist denn hier los? Talpi! Talpi? Keine Sorge, Sela. Sela wird ihn sich schnappen. Sie ist schnell wie eine Felsviper. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Da ist irgendwo irgendwas passiert. Gumm. Sollen wir ihn schnappen, warte. Da ist nämlich noch mehr gesagt worden, das ich gar nicht gesehen habe, weil wir da drüben standen und ich glaube, die haben hier geredet. Also hier ist nämlich Talpi. Hey, alle, wow, das hier ist, was ist denn hier los? Und Talpi sagt, jemand hat Gumm wieder Zuckerkiesel gegeben. Ich würde euch ja für die Waren bezahlen, aber der kleine Dreckbuddler hat mir meinen Kristallbeutel geklaut. Keine Sorge, Sela. Sela wird ihn sich schnappen. Halte ihn jemand auf. Okay, wir müssen hier jetzt gucken, dass wir den erwischen. Aber wenn der wieder hier drauf hüpft, können wir ihn ja vielleicht kriegen. Da, wir haben ihn schon. Na gut, nehmt ihn. Der Kristall riecht sowieso nach nichts. Alles gut, meine Kleinen. Wie wäre es mit einem frühen Mittagessen? Und jetzt sagt Danke, Herr Prinsas und freundliche Oberländerin. Danke, Herr Prinsas und freundliche Oberländerin. Danke, Herr Prinsas und freundliche Oberländerin. Oh Gott, die sind alle sehr begeistert. Also vor allem der ist halt so richtig klein noch. Aber sie essen alle. Und bedanken sich ganz artig. Bitte, sehr gern geschehen. Aber trotzdem müssen wir den Kunden hier mal noch bequatschen. Ich habe mal für Ponzo gearbeitet. Er hat versprochen, mir seinen schicken Hut zu verkaufen, aber der war zu teuer. Und er hat mir für die Arbeit nur Kiesel bezahlt. Magst du trotzdem ein bisschen Creme? Ach, ich habe hunderte Krüge mit dieser Creme verkauft. Sie ist wirkungslos. Dann vielleicht so ein Schein. Oh, das klingt fabelhaft. Ich werde Ponzo sofort einen Tauschziegel schicken. Bis dann! Super, jetzt brauchen wir noch jemanden, der Creme mag. Ich sehe gerade, die Creme haben wir erst einmal losgekriegt. Wir müssen sie noch zweimal loskriegen. Die Sippe heißt euch nicht. Eine Nachtelfe verkauft jetzt die Waren für Ponzo? Ja, wärt ihr vielleicht daran interessiert, einen Krug mit Creme? Ist die Creme zum Backen oder betreibt man... Oder reibt man sich damit das Gesicht ein? Ja. Ich sag einfach mal ja. Dann bestelle ich besser zwei Krüge und probiere beides aus. Sind wir dann fertig? Denn wir haben gleich zwei Cremes verkauft. Ich glaube, Teilnutzungsscheine haben wir keine mehr übrig. Ihr seid zu spät. Da war vor ein paar Minuten ein Goblin, der mir sowas verkauft hat. Ja, wir haben eh keine mehr übrig. Oh, schade, dass ihr schon geht. Okay, dann gehen wir mal zum Ponzo zurück und bringen ihm die frohe Kunde, dass wir seine Produkte an den Mann und an die Frau gebracht haben. Schaut, was ich heute ausgebuddelt habe. Okay, mal gucken, ob er glücklich ist. Ihr habt da so toll gemacht, dass ich sogar einen Bonus für euch habe. Ihr könnt jetzt noch mehr Dinge bei mir kaufen und selbst so viel verkaufen, wie ihr wollt.
Und jeder eurer Verkäufe macht uns beide noch reicher. Ihr bekommt einen Tauschziegel und 10 Flugsteine. Und jetzt gucken wir mal, was wir bei ihm überhaupt kriegen können. Ja, die Kopfbedeckung. Wenn ihr irgendwann mal so eine große Nummer seid wie ich, würde ich mich vielleicht davon trennen. So, was hat er denn alles? Wir haben natürlich noch lange nicht so viel Tauschziegel, dass wir uns irgendetwas bei ihm leisten könnten. Noch nicht mal die 3 Dinger hier. Sollten wir nicht irgendwo 10 bekommen? Und jetzt haben wir nur einen? Auch Teilnutzungsgutscheine gibt es hier an Feiertagen und Wochenenden ungültig. Es gelten die Geschäftsbedingungen, deswegen wahrscheinlich Teilnutzung. Wir können dabei irgendwas bei einem anderen Händler kaufen. Vielleicht erschließt sich das dann doch, wenn wir genügend haben. Oh ja, guck mal, Hütchenspiel. Wir können hier eine Schnecke kaufen und ein Mount. 170. Ich freue mich ja sehr. Mit dem neuen Add-on wird es so sein, dass diese Währung wirklich unter allen Charakteren geteilt wird und nicht jeder Charakter sich das extra sammeln muss. Und man dann so immer überlegen muss, auf welchem Charakter mache ich das? Was hole ich auf welchen Charakter? Weil das, was man nachher kriegt, ist ja dann sowieso immer Account weiter. Die Pets und die Kleiderschranksachen und die Mounts und bla. Und deswegen finde ich das sehr vernünftig, dass sie das jetzt ändern wollen. Dass man sich quasi diese Währung unter dem innerhalb des Accounts gemeinsam nutzen kann. Das finde ich sehr schön. Okay, also das sind Dinge, für die wir noch gut sparen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Luna davon hat. Aber wie man sieht, hat sie sich noch nichts gekauft. Okay, dann schauen wir uns mal die anderen Aufgaben noch an. Dann lasst uns mal hier in dieses zentrale Hauptgebäude gehen. Das sieht ziemlich groß aus. Und da ist wohl auch einiges drin. Steckt. Vaskarn. Ja, das ist hier der. Flugsteine sind ein Wunder. In dieser unterirdischen Höhle gibt es so viel zu entdecken. Wir sind buchstäblich in den Grundfesten der Inseln selbst. Was kann ich für euch tun? Ja, wir sollen uns hier einmal umsehen. Wie kann ich Flugsteine in Schattenflammenwappen erhalten und Wappen erhalten? Also hier. Kann man wieder umtauschen. Ihr habt ordentliche Ausrüstung. Wollen wir mal sehen, was wir daraus machen können. Okay, dann haben wir ihn schon besucht. Dann haben wir hier noch... Mimup. Willkommen! In letzter Zeit sind haufenweise Oberländer vorbeigekommen. Ist richtig aufregend, wenn ihr mich fragt. Ja, eine ganze Invasion wahrscheinlich, als der Patch gestartet hat. Fast schon so aufregend wie damals, als wir zusammen erstmal die Drogba dazu anheuerten, bei der Bewachung der Stadt auszuhelfen. Oha. Aber nur fast. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Schnecken, Schwalben und hochwertige Kristalle waren den Frieden zwischen unseren beiden Völkern. Verdammt richtig. Okay. Hier können wir immer schauen, was wir so bekommen. Das ist unsere Rüstmeisterin. Und die Hüterin des Ruhms. Wir können bei ihr immer gucken, wie wir hier stehen. Wir sollen Vorräte bringen. Vorräte? Ach nein, na, Hallihallöchen, Oberländerin, sie sagt uns ja noch was. Die Erde hier war noch nicht so in Aufruhr, seit unsere großen Mütter sich vor ach so langer Zeit nach oben gruben, um Loam zu gründen. Ich will nicht lügen, aber wir möchten euch auf jeden Fall besser kennenlernen. All diese Katastrophen, wir bewältigen sie nur gemeinsam, nicht wahr? Ich hoffe... Wir werden nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Und wir bekommen ein kleines Vorratspaket. Steckt eure Nase nicht in Sachen, in die sie nicht gehören. Ein würdiger Verbündeter. Wir schauen mal, was... Ah, da können wir jetzt wieder Weekly machen und Ruf sammeln. Jaradin, Draktür und Drachen. Oh je, die Gefahren in dieser Höhle sind kaum zu überriechen. Wir könnten etwas bewaffnete Unterstützung brauchen. Tut mir einen Gefallen. Dann stelle ich sicher, dass die Sippe den Gefallen erwidert. Wir haben haufenweise gutes Zeug für das richtige Klientel. Was sagt ihr? Wollt ihr da raus und unsere Konkurrenz begraben? Ja, sehr gerne. Nicht untergraben, sondern begraben. Dann bekommen wir einen Niffenschatz, wo allerlei Zeug drin sein kann. Und natürlich Ruf. Oh,
Ja, leider. Dann gucken wir mal hier rein. Oh, seid gegrüßt. Wir besuchen den ruhmreichen Rüstmeister. Hier können wir ja nochmal aufmachen. Und das sind die Dinge, die wir bekommen, wenn wir dort ein bisschen im Ruf aufsteigen. Oh, wir können sogar schon Schneider... Oh, was ist das hier? Schnüffelsalze? Ein Spielzeug? Wieso habe ich das noch nicht? Ah, ich glaube, ich habe noch gewartet mit Zeug kaufen, weil man ja vieles hinterhergeworfen bekommt. Ja, da warten wir noch ab. Aber das hier könnten wir wahrscheinlich schon holen. Denn das ist vom Ruf her und das wahrscheinlich auch. Na, ich kaufe mal erstmal. Wenn ich alle Twinks da durchgeprügelt habe und sage, so, jetzt langt, jetzt was jetzt noch nicht verteilt ist, manchmal kriegt man ja was für lau. Das dann kaufe ich den Rest noch nach, der fehlt. Warte ich da noch ein bisschen. So, wir haben hier hinten noch einen Ring. Und einen Questgeber und einen Flugpunkt. Ach, Kalligos. Ich glaube... ich glaube... Ah doch, das können wir später machen. Wir machen erstmal Story. Aber den Flugmeister sollen wir besuchen. Halli, hallo, Hallöchen. Wir können nur noch nirgends hinfliegen, weil der fliegt nur natürlich in der Höhle. Und man kann nicht von hier unten ausfliegen, was ich aber ziemlich schade finde. Er sagt, hallo, Tag, Oberländerin, ich bin der Maulwurf, wenn es darum geht, tausende Meilen unter den Sonnenlanden durch die Gegend zu düsen. Naja, vielleicht nicht tausende, aber doch einige. Gut, dann wären wir nämlich mit dieser Quest durch. Wir geben aber nachher ab. Wir haben nämlich da hinten noch zwei Leute, die wir besuchen sollen. Oder zumindest zwei Punkte, die wollen, dass wir bei ihnen vorbeikommen. Prinzess, mein Junge! Hallöchen, Senka! Ich kann euren köstlichen, zarerlecker Nachtschneckeneintopf von der anderen Seite der Stadt riechen. Ich weiß es zu schätzen, aber es braucht schon etwas von Honigpelz Tiefenschinderfleisch, damit es diesen Niffen wirklich gefällt. Und das bringen wir ja gerade vorbei. Ich habe eure Waren, wenn ihr meine Bezahlung habt. Ach, wisst ihr was? Ich hab's schon wieder in mein Nacktschneckenglas vergessen. Ihr müsst sie da wohl oder übel rausgraben. Ach, schon wieder? Wie schafft ihr das eigentlich? Da hinten. Das ist das Nacktschneckenglas. Hilfe. Ah, Schnecken! Schnecken können Flügel wachsen. Das sind Motten. Wenn du mich fragst, sollen wir die jetzt retten? Wir haben, glaube ich, schon alle. Die Ausrufezeichen sind weg. Schnappt sie euch! Genka, hör auf, eure Kristalle ins Nacktschneckenglas zu stecken. Hm, das war vielleicht eine Überreaktion. Ist der Kerl zu fassen? Hm, okay. Das war's dann hier, glaube ich. Oh, er hat doch... Hat er noch was dabei? Nee, er hat nur noch sein Brett, ne? Müssen wir das auch noch wohin bringen? Da unten... Oder hinten. Schauen wir mal, wo das ist. Irgendwo hier. Ah. Mirit, Nasen hoch. Meine Tiefenschinder-Snacks. Und zwar frisch. Ich habe hier irgendwo eure Bezahlung. Einen Moment. Mirit bringt von seinen Ausgrabungen immer die besten Schätze zurück. Ist es da? Ah, hier unten kann ich kaum was erkennen. Nein, nein, das hier, oder? Ah, natürlich, ich habe sie unter meinem Bett gelassen. Müssen wir jetzt hier buddeln? Nein, Schatz suchen. Oh, da sind noch mehr. Er schmeißt jetzt alles. Ach so, er schmeißt jetzt alles rum, was unter seinem Bett, was er unter seinem Bett gefunden hat. Leider ist nichts dabei. Wir haben es gefunden. Danke nochmal, Brin. Viel Glück bei eurer nächsten Schnüffelsuche. Zu ihm kommen wir dann auch noch. Eure Reaktion auf alles in Loam zu riechen, lässt mich das Vertraute in einem neuen Licht sehen. Nicht schlecht, Oberländer. Oh, das war sogar von ihm vertont. Ja, habe ich aber spät gemerkt. Ne? Okay, wir haben hier eine...
eine Weltquest, aber ich glaube, wir können das noch gar nicht machen, weil wir ja noch keine Schriftrolle haben, beziehungsweise noch keine Einführung. Wie das funktioniert. Hier haben wir noch ein Ausrufezeichen. Ist das... Schaut, was ich heute ausgebuddelt habe. Das ist aber, glaube ich... Oh, danke euch. Verzauberer Weekly. Die kriegen wir auch in Waldraken. Und dann haben wir hier hinten... Wird beschmissen hier. Da ist noch... Da klebt noch ein Zettel. In unordentlicher Handschrift geschrieben und fast unmöglich zu lesen. Glückwunsch, Loam-Besucher. Ihr habt ein Ticket für den besten Wettbewerb in der Zaralek-Höhle gefunden. Die Glimmerock-Spiele. Ach, das ist das Schneckenrennen. Die Spiele findet ihr im Süden der Zaralek-Höhle. Achtet einfach auf den Pulk glücklicher Drogbar. Verpasst nicht unsere tollen Aktivitäten wie... Bis auf den Namen Brock ist der Rest der Seite unleserlich. Besucht Glimmerock im Süden. Das werden wir tun. Ah, wir könnten da hinten sogar abgeben. Da warten schon unsere Freunde. Da ist ein vertrauter Geruch. Gar nicht übel, Kleine. Vielleicht haben wir für euch hier doch noch einen Platz im Monsterjagdkader. Nur Spaß. Noch so ein lustiger Witz. Es gibt gar keine Kader. Nur kampfhungrige Idioten mit so viel Felsen im Bauch wie ich. Ihr kommt schon noch dahin. Versucht's. Nur weiter. Wir bekommen... Zeug. Ach nee, wir sollen uns aussuchen. Auch nichts davon. Und wir dissen es ja sowieso. Seid auf Monster vorbereitet. Die Zaralek-Höhlen werden noch länger unter diesen neuen Feinden leiden müssen, also sollten wir uns mit offenen Armen und Schnauzen kennenlernen. Betrachtet dies als eure offizielle Einladung, bei uns zu verweilen, in Loam, der großen Stadt der Gerüche. Bis dann! Das war nur ein Vorgeschmack auf die Lebensweise der Niefen. Loam hat noch vieles mehr zu bieten und die Zaralek-Höhle erst recht. Setzt eure Erkundung fort, während ihr das Feuermonster verfolgt und lasst euch immer wieder aufs Neue von seinen Gerüchen überraschen. Zunächst hat mich ihr bisschen gebeten, euch zu ihm zu schicken. Es scheint so, als wären eure Gefährten überlegen, würden eure Gefährten überlegen, was als nächstes zu tun ist. Besprecht den nächsten Aktionsplan mit Ebissian. Und wir können jetzt, wenn wir das erste Mal machen würden mit dem ersten Charakter, Weltquests in der Zaralek-Höhle machen können wir aber schon, weil wir natürlich schon mit einem anderen Charakter fleißig waren. Die Nase sauber? Er winkt sogar. So nach dem Motto, hier bin ich. Sprecht mit mir. Okay. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Habt ihr euch in Loam schon ein wenig umgesehen? Gut. Ich begreife langsam, dass wir die Hilfe der Niefen brauchen werden, wenn wir hier unten überleben wollen. Besprechen wir unsere nächsten Schritte. Mögen die Winde euch, die Niffen sahen einen Feuerausbruch in der Höhle, aus der ihr kamt. War das Fyrak? Er hat uns mit Leichtigkeit besiegt. Er ist überraschend verstohlen. Ich bin sicher, wir können eine Strategie entwickeln, wenn wir nicht abgelenkt. Das Flüstern. Ja. Ihr hört's auch. Sie haben uns ziemlich abgelenkt. Sie sind ruhiger, wenn ich mein Antlitz nutze. Ich habe eine Aufnahmevorrichtung meines Vaters gefunden. Er spricht von einem Labor namens Abarus. Ein Anhänger der Splitterflammen wurde dort getötet. Neltarion. Deswegen ist Zacharis also hier. Ich werde nach diesem Abarus suchen, leise und allein. Vorsicht, Vororion. Königin Aurantia sprach von einem Tempel in der Nähe. Könnte er nach Abarus führen? Ihr solltet die älteste Honigpelz bitten, euch zu führen. Sie ist gut. Stimmt, sie hat Sabelian vor den Tiefenschändern gerettet. Ihr hättet ihn hören sollen. Ha! Ich hätte mich auch ganz ohne Hilfe selbst retten können. Anders als... Ich streite mich nicht mit diesem Welpen. Aber er regt sich gleich schon auf. Vororion geht schon mal.
Wir wurden alle von ihr gerettet. Alle drei. Keiner von uns ist besser als der andere. Wir müssen gar nicht so überheblich sein. Okay, also, wir müssen jetzt dieses Abarus finden. Wir leben in harten Zeiten. Es scheint, es wäre unsere Auseinandersetzung mit Ferrak für uns alle ein Schlag gewesen. Ich hatte gehofft, mit Vorsicht, Strategie und Einigkeit fortzufahren. Oh. Wir müssen unseren Konflikt überwinden. Ich wünschte zwar immer noch, ihr hättet auf Glutal und mich gewartet, aber das Ergebnis wäre wohl nicht anders ausgefallen. Diese Inkarnation ist mächtiger, als wir erwartet haben. Seid vorsichtig. Nun, aber wir haben noch andere Aufgaben hier. Hier richtet noch was. Die Hoch-, Lady Hochduftigkeit. Hat auch noch Sorgen. Oberländerin, ich bin Effa Wester, Lady Hochduftigkeit der Nifen von Luam, die Tochter ihrer Anführerin. Aber Formalitäten sind nicht nötig, ihr könnt mich einfach Effi nennen. Ach ja, mit der Mutter haben wir ja schon gesprochen. Das sollte unter uns bleiben, aber wir sind mit ein paar Lieferungen an Glimmerok im Rückstand und die Drogba sind darüber kein bisschen glücklich. Ist ihm jetzt plötzlich eingefallen? Ach, jetzt ist sie wieder da, deswegen, weil sie ja gerade weggelaufen ist. Ich dachte gerade, hä? Wieso ploppt da auf einmal eine Quest auf? Wir haben da gar nichts gemacht. Stimmt, vorhin waren zwei Ausrufezeichen da. Oh, dann sollte, das sollte uns bleiben. Okay, mit Lieferungen an Glimmerok im Rückstand und die Drogba sind darüber kein bisschen glücklich. Ihr wart der ältesten Honigpelz so eine große Hilfe. Könntet ihr mir vielleicht auch helfen? Unser Schwalbenhüter Nevrol kennt vielleicht ein paar dreckige Informationen. Könnt ihr bitte mit ihm reden? Das können wir machen, wenn wir da eh vorbeikommen. Hm? Oder ist das hier? Nee, das müsste dann da unten sein, oder? Ja. Nein, das ist gleich hier im Süden. Okay, um die Ecke. Und sie? Ihr verströmt einfach den aromatischen Sela, ob ihr mir vielleicht nochmal euer Ohr leihen könntet? Seit der Rückkehr nach Loam ist mir aufgefallen, dass einige unserer Räucherwerktöpfe verschwunden sind. Mit Räucherwerk markieren wir unsere Handelsrouten und finden so unseren Weg zurück nach Loam. Es ist sehr wichtig, dass wir das vermisste Räucherwerk umgehend ersetzen. Da fällt mir ein, wir stellen unser Räucherwerk aus Schneckenschleim her. Also müsst ihr zuerst ein paar Schnecken niederringen. Wenn ihr damit fertig seid, kann Citrus euch mit dem Rest behilflich sein. Und grüßt mir bitte Marie Shelley. Okay, das ist wahrscheinlich dann irgendwo auf dem Weg. Denke ich. Aber mehr nach hier oben. Ja. Oh nein, hier unten auch. Ja, das sehen wir ja dann. Gut. Aber ich glaube, ich werde erstmal dahin gehen, wo uns die Story hinträgt. Das machen wir erst danach, weil das ist dann eigentlich eher so Event-Zeugs, soweit ich weiß. Denke ich mir, weil ich weiß es jetzt nicht sicher. Aber das denke ich mir. Da hinten ist noch ein Aus. Ach so, nein, das war ja die Berufsquest. Die mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, die führt in den Smaragdgrünen Traum. Und soweit sind wir ja noch nicht. Genau. Die kann ich noch gar nicht machen. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Nö, das ist Kaligos. Dann haben wir hier alles erledigt und gucken mal da runter zum Boten, der uns hier einweisen kann. Das ist nicht gut. Orancia wird außer sich sein. Sag bloß, er hat das Zeug verloren, oder? Oder irgendwie geklaut worden, keine Ahnung. Hey, ihr da. Kommt näher. Ich gebe mein Bestes, um Nevrol bei der Pflege der Schwalben zu helfen. Aber es ist kein Nevrol hier. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Als ich heute Morgen herkam, war er nicht hier und die Schwalben auch nicht. Keine Ahnung, was ich tun soll. Nevrol kann richtig furchteinflößend sein, wenn er wütend ist. Ich muss sie zurückholen. Kann ich irgendwie helfen? Wirklich, ihr wollt helfen? Sie sind weg, einfach weg. Die Schwalben, Nevrol, alle. Und jetzt sagt ihr, dass Effa Wester euch erzählt hat, dass wir mit unserer Lieferung von Schwalbennestern an die Drogba im Rückstand sein sollen? Oh, das ist echt übel, Oberländerin. Wenn ihr helfen wollt, könnt ihr gleich mal so viele Vögel zurückbringen, wie ihr finden könnt. Und ich schau mal, ob ich in der Zwischenzeit ein paar brauchbare Nester für die Drogba zusammenkratzen kann. Also wir versuchen quasi, die Lieferung zu ersetzen.
und nicht die originale Lieferung zu suchen. Ja gut, ich kann mal schauen. Da fliegt was. Kann man die einfach so? Oh? Ihr müsst näher am Ziel sein. Oh, ist ja nett, dass die hier bei uns hält. Oh, sie freut sich sogar, dass wir sie einfangen. Wo sind denn die anderen? Hier überall verteilt. Da unten ist noch eine. Ja, gut, dann gehen wir mal jetzt Schwalben einsammeln. Gut, dass wir so lange Arme haben. Und irgendwie nur Schwalben? Ja, nur Schwalben. Hier hinten ist noch eine Dame mit einer Aufgabe. Ja. Die sieht wichtig aus. Unsere Erkundung ist vom Glück geküsst. Wir haben etwas gefunden, das euch weiterhelfen könnte. Es ist eine Hälfte eines Funken der Schattenflamme. Es ist leider nur ein Splitter und alleine nicht sonderlich mächtig. Doch wenn ihr die andere Hälfte findet und sie vereint, könnte der Funke sich als mächtiges Reagenz für euer Handwerk herausstellen. Findet einen weiteren gesplitterten Funken der Schattenflamme, vereint die beiden Teile, um ihr volles Potenzial zu entfesseln. Und dann bekommen wir nochmal zwei. Zeit ist Gold. Jo, ich werde mir Mühe geben, aber ich glaube, das finden wir irgendwo random. Mal sehen. So, wir können wieder zurück zu unserem Schwalbenhändler, Boten, Lieferanten. Wo ist er denn da? Mal gucken, ob er Nester gefunden hat. Ach, guck mal, die flattern hier sogar auch schon alle herum. Das ist schön. Hab euch schon kommen gerochen. Oh, ich bin ja so froh, dass ihr einige von ihnen finden konntet. Ja, die waren eigentlich auch ganz zutraulich und haben sich wieder leicht einfangen lassen. Man riecht dich. War es das jetzt? Das geht jetzt nicht weiter? Wollte er nicht Nester besorgen? Müssen wir nicht noch liefern? Oder sollen wir erstmal noch zu unserer Prinzessin nochmal zurückkehren? Vielleicht hat sie nochmal was, jetzt wo wir alles beisammen haben. Aber ich glaube eher nicht. Wo war sie denn? Ich finde das Dorf immer sehr unübersichtlich. Hier? Ja, da sind sie zwar alle, aber Aufgabe hat sie keine. Ja, gut, dann widmen wir uns den anderen Aufgaben. Zum Beispiel das mit den Schnecken. Das können wir mal machen, das ist hier auch in der Nähe. Die Schneckenschleim... Also Schneckenschleim fangen, um irgendwelche Räuchergefäße zu füllen. Damit die Loam ihre Handelsroute erkennen können. Da ist schon eine. Schneckenschleim. Einer der besten Gerüche. Die Schneckchen sind etwas stachelig. Doch wir Niffen haben eine besondere Art, sie zu sammeln. Ist das gerade auch Weltquest? Oh, wir müssen die erst targeten hier. Plop. So, und jetzt ziehe ich und dann... Ach so, muss ich die jetzt... wohin muss ich damit? Okay, das ist auch ein Weltquest gerade oder zumindest zusammenhängend damit. Warte mal, was steht denn hier? Wirft ein Lasso nach einer Schnecke, um sie zu bändigen und ihren Schleim einzusammeln. Den hat sie jetzt hier fallen lassen hinter sich. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, weil ich gedacht habe, ich muss sie irgendwo hinziehen. Es ist egal, wo wir sie hinziehen. Hauptsache, sie droppt ihren Schleim. Okay. Aber die Weltquest funktioniert ein bisschen anders. Für die Weltquest muss ich mich verwandeln. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste sie eigentlich... Ja, guckt mal, da lässt sie ihren Glibber fallen. Triefende, wohlriechende Schnecke. Was die sich immer ausdenken. Also der Einfallsreichtum ist ja schon witzig. Ich glaube, ich muss in dem Gebiet bleiben, sonst reißt das ab. Kann das sein? Nein, nein, jetzt ist es auch abgerissen. Vielleicht kriegt man pro Schnecke auch nur eins. Nein,
hier liegt noch ein drittes. Aber wir haben ja schon fast alle. Dann drehen wir uns mal im Kreis mit ihr. Wir brauchen ja jetzt nur noch drei. Vielleicht lässt sie ja auch drei. Hinten liegt schon eines. Noch eins. Und noch ein letztes, dann müssen wir keine mehr einfangen. Ja, super. Und uns macht der Schneckenschleim auch gar nichts aus. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir das dann auch in die Räucherwerke stecken. Nö, wir müssen einfach nur abgeben. Und wo? Irgendwo hier unten, hinten. Boah, der hat aber auch eine richtig schicke Schnecke hier stehen. Marie Shelley. Angebote so Schneckenschleim gut, ist die Grundlage der meisten unserer Räucherwerke. Hat Aurantia euch geschickt? Dieser Schneckenschleim ist wirklich exquisit. Daraus lässt sich tolles Räucherwerk herstellen. Kommt wieder, ja? Es kommt nicht allzu oft vor, dass wir hier Oberländer zu Gesicht bekommen. Honigpelz muss einen guten Grund haben, euch zu mir zu schicken. Sie vertraut nicht jedem, wenn es um ihr Räucherwerk geht. Den Sippen ist ihr Räucherwerk ihr Ein und Alles. Jetzt, jedes riecht einzigartig und wir benutzen sie, um uns gegenseitig zu identifizieren. Die Herstellung von Räucherwerk ist eine heikle Angelegenheit. Geht einfach rüber zu dem Kessel, dann werden Marie, Shelley und ich euch helfen, einen Ersatz herzustellen. Oh, wir dürfen selber mithelfen. Ihr habt eine Nase für gute Angebote. Räucherwerk zu machen. Da hinten ist auch eins, ne? Unbeschriftetes Räucherwerk. Warum wir das anklicken können? Okay, wir haben den Schneckenschleim hineingesteckt. Jetzt gibt es hier noch so Teller voller Käfer. Ja, super. Der kommt auch da rein. Was gibt's noch? Kristalle. Und das war's. Ihr wollt das? Gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. Ihr solltet es dort ablegen, wo es hingehört. Ich hab später noch mehr ausgebeutet. Das ist sehr kräftiges Räucherwerk, das ihr da hergestellt habt. Normalerweise dauert es etwas, damit es so gut wird. Haha, ich bin ein Naturtalent. Aber jetzt muss ich selber etwas brauen. Also geht da raus und stellt es an den richtigen Orten auf. Wenn ihr das erledigt habt, wird Honigpelz ganz sicher davon hören wollen. Meldet euch am besten bei ihr, wenn ihr damit fertig seid. Legt 9 Teile vermisstes Räucherwerk in der Zaralek-Höhle ab. Oh, danke euch. Das ist dann aber nicht bei denen, die hier so glitzern, oder? Na, jetzt stinken wir selber. In Begleitung einer bezaubernden Viper. Ach, passiert dann irgendwas, wenn man da an den Räucherwerken einmal grabbelt? Ah, guck mal, hier können wir das aufstellen. Überall in der Höhle, dann machen wir das doch gerade. Ach, guck mal hier, einfach den Weg entlang, müssen wir gar nicht viel suchen. Irgendwo da raus in die Pampa. Ja, stimmt, das war ja ein Wegweiser für die Karawane. Da fährt auch schon eine. Lieferung für Loam. Dann mal schnell die Dinger hingestellt, damit sie sich nicht verirrt. Ihre Lieferung. Ach, sind schon toll die Schnecken, ne? So, wir haben alle 9 Räucherwerke angezündet. Und nun? Ich danke euch, Sela. Dann konnte Citrus euch also helfen. Herbes Niffenräucherwerk gibt uns 1000 Ruf. Oh, sehr schön. Schnuppert nach guten Fluchtwegen. Dann inhalieren wir das doch gleich mal. Und wir sind Stufe 4. Schattenflammenwaffen, Wappen verfügbar. Ach, das wäre vorher gar nicht gegangen.
Wir haben jetzt schon genug Ruf für die Weekly gesammelt, einfach weil wir jetzt dieses tausende Ding gekriegt haben oder 1500. Dann können wir es jetzt gerade schon mal abgeben und mussten gar nicht mühevoll farmen. Ihr seid ein gutes Stück näher dran, das gute Zeug zu riechen und zu bekommen. Und da kriegen wir nochmal 500 und einen Niefenschatz. Schauen wir mal rein. Ich hoffe, es ist was Spannendes drin. Oha. Und einen Erfolg haben wir auch noch. Wir haben bekommen eine Grabungskarte, die wir brauchen bei dem einen. Ich glaube, also es gab mit Luna da eine Einführungsquest. Die kriegen wir jetzt auf dem zweiten Charakter gar nicht. Aber mit dieser Rolle können wir dann gleich loslegen, dort auch mal zu buddeln. Dann haben wir hier einen Ring bekommen, der tatsächlich auch besser ist. Ja, okay, ist eigentlich klar, das ist jetzt der Ring, der uns hier etwas vor Kälte schützt. Drüben in der Zukunft der Primalisten, in einer möglichen. Dann nehmen wir doch den mal. Und dann könnten wir eigentlich den anderen wahrscheinlich sogar gleich, also den wir jetzt gekriegt haben, auch gleich upgraden. Es gibt viel zu tun. Und auch andere Dinge. Ach, nehmen wir doch gerade mal den. Mal gucken. Oh, sogar auf maximal. Machen wir einfach mal. Weil wir es können. Ich folge eurem Ruf. So, wenn dann haben wir das auch mal gemacht. Ja, was haben wir noch? Vereinte Macht. Mal auch noch abgeben. Denn wir haben jetzt hier, haben wir hier so ein Ding gekriegt? Tatsächlich. Gesplitterter Funke der Schattenflamme. Und dadurch haben wir jetzt diese Quest auch erledigt. Sehr praktisch. Baladash Melanore, für den Sonnen. Habt ihr die andere Hälfte des Funken gefunden? Bewahrt. Ausgezeichnet. Wenn ihr weitere gesplitterte Funken findet, dann vereint sie in eurem Handwerkswaren zu. Was? Dann vereint sie, um eure Handwerkswaren zu verbessern. Okay, das könnten wir ja eigentlich gleich mal machen. Das ist hier drin gelandet. Kombiniert zwei gesplitterte Funken, um einen Funken herzustellen. Das dauert. Flupp. Und wir haben jetzt einen Funken der Schattenflamme. Ich weiß, dass das ganz heftig gefarmt wird. Gewährt die folgende Eigenschaft. Legt die Anfangsgegenstandsstufe je nach Herstellungsqualität fest und markiert den Gegenstand als Schattenflammen gefertigt. Ein mächtiger Funke, der von Schattenflamme berührt wurde. Durch dieses einzigartige Handwerksmaterial kann ein Gegenstand Wissen verleihen, das jenseits der Fähigkeiten des sterblichen Verstands liegt. Ist das? Einfach ein Upgrade, oder? Wenn man was craftet? Ich kenne mich beim Crafting auch noch gar nicht so mega gut aus. Also da wären es bloß die Stöffle. Ich habe auch noch nicht so richtig gute Sachen. Da können wir nur solche Sachen reinlegen. Das, eigentlich ist es sowas, ne? Ja, aber ich glaube, wir haben einfach noch nicht so richtig gute Sachen, wo wir das nutzen könnten. Wie gesagt, also übers Crafting, mit dem Crafting habe ich mich noch nicht so mega gut beschäftigt. Die meisten meiner Charaktere sind jetzt gerade mal bis zur Hälfte Skill gelevelt und drüber halt noch nicht so wirklich viel. Schnecki will noch was von uns. Nein, Posti. Sogar zwei Sachen. Oh, hallo Sela, wie ich hörte, helft ihr uns. Gute Taten sollen belohnt werden und ich habe etwas Besonderes für euch. Warum treift ihr mich nicht in Loam? Okay, wir reden nochmal mit Mimup, denn wir können jetzt hier Schattenflammen, Wappen und so Sachen umtauschen. Ach, er wird es uns schon sagen. Hallo Oberländerin, es spricht sich herum, dass ihr uns wirklich helft. Wir haben als Gegenleistung eine Kleinigkeit für euch. Trefft mich in Loam, dann gebe ich sie euch. Wir sollen zu Malo gehen. Ich glaube, die sind beide in dem Zentralgebäude. Mal gucken. Einer zumindest. Wir alle beide. Sehr schön. Hat er euch gar nicht Wir werden gesehen? Euch ewig dankbar sein. Das Blöde ist, das Ding ist grau. Ich glaube, weil das schon gar nicht mehr... Ja, genau. This has been removed from the game. Aber nicht wirklich, ne? Ich krieg's ja jetzt gerade. Aber es ist halt einfach keine Währung mehr, die wir einsetzen können. Denn es gibt
inzwischen andere. Die Sippe heißt euch willkommen. Es gibt Ersatz. Es ist gut, euch hier zu haben. Das ist einfach, weil wir, glaube ich, Ruf abhaben. Wir gucken gerade mal. Niefen. Das hier wahrscheinlich, ne? Das war das mit den Schattenflappen. Flappenwappen. Flammenwappen. Die es aber nicht mehr. Die nicht mehr im Spiel aktiv sind. Und dann das hier. Das war die andere Belohnung. Sprecht mit Ponzo, um ein kleines Vorratspaket von Luam zu erhalten. Aber wir haben gar nicht mit Ponzo gesprochen, sondern mit Malo. Und jetzt. Alles noch nicht so richtig. Ich glaube, sie haben das alles nicht so richtig geupgradet, questtechnisch, sondern nur für die, die halt da schon durch sind. Jetzt müssten wir ja wenigstens das Graue verkaufen können, ja? Naja. Okay, alles klar. Gut. So kommen wir da so nach und nach hinein. Da drüben haben wir nochmal so ein Räucherwerk. Mal gucken, was da passiert, wenn wir das angrabbeln. Das ist immer mit der Schlange, oder? Keine Ahnung. Dann sieht man halt grün, dann stinkt man grün und hat eine Schlange hinten dran. Weiß nicht, ob das immer ist. Ich werde es mal in Zukunft noch immer ein bisschen weiter ausprobieren. Aber ich glaube, wir haben hier irgendwo eine neue Quest. Vielleicht tatsächlich bei Ponzo? Hier unter der Brücke? Blubliwop. Oh nein, was ist hier passiert? Eine tote Höhlenschwalbe. Ist das vielleicht die Folgequest von unserem... Ich mach mal den Stunk wieder weg. Von wo ich gesucht habe, weil ich gedacht habe, wieso geht das mit den Vögeln denn jetzt nicht weiter? Hier ist eine tot. Der Kadaver einer Höhlenschwalbe liegt auf dem Höhlenboden. Ihr solltet Zimto davon erzählen. Bringt die tote Schwalbe zu Zimto. Das ist wahrscheinlich... Die entsprechende Folgequest. Zu unserem Vogel. Niefen müssen wir hier entlang. Zimto, ich habe einen toten Vogel gefunden. Was machen wir denn da? Hat er euch gar nicht gesehen? Jemand tötet die Schwalben? Das ist wirklich, wirklich, wirklich übel. Wir müssen Effi und Aurantia sofort davon erzählen. Also gut, gehen wir mal. Kommt schon, Sela, wir müssen Aurantia und Effervester davon erzählen. Ja. Ich fliege, ich eile. Effi wird vermisst. Sie wollte nur kurz weg. Aber sie ist nicht zurückgekommen. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Oh nein, das auch noch. Oh, habt ihr euch verlaufen? Diese tote Schwalbe ist jetzt total egal. Effi ist verschwunden. Bis dann. Meine Tochter ist verschwunden und wir müssen sie finden. Als Hochduftigkeit bin ich vielleicht das nächste Ziel. Sela, würdet ihr mich begleiten? Ich kann sie immer noch riechen, wenn auch nur noch ganz schwach. Sie muss immer noch irgendwo in Loam sein. Wir müssen uns beeilen. Okay. Freundschaftssystem wandert nicht alleine. Sieht, da drüben ist eine Geruchsspur. Folgen wir ihr. Oh, aber eine deutliche. Okay, wir folgen ihr. Und wir stinken selber auch schon ganz kräftig, wenn wir die Geruchsspur einsammeln. Guckt mal. Geruchssicht. Ah, ein spezieller Niefenzauber, der es nasenblinden Völkern ermöglicht, Geruchsspuren zu sehen. Oh, danke schön. Staubschieber? Wie süß. Lasst mich kurz hinter euch schleichen. Ich meine, hinter euch etwas Staub übersehen. Ich meine, hinter euch etwas Staub übersehen zu haben. Warum fegt ihr Dreck vom Dreck? Oh, ihr wisst schon, ich will nur etwas für euch Oberländer sauber machen. Würde er sonst nicht sauber machen? Nur für uns? Oh, dieser Stunk. Also dafür, dass sie sagt... Ich rieche jetzt noch ein ganz kleines bisschen, ist es schon sehr überdeutlich. Okay, sie ist hier überall rumgelaufen. Oh, da liegt etwas. Effis Geruchstagebuch. Sie geht nirgendwo hin, ohne es dabei zu haben. Oh nein. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, weil ich irgendwie nur auf den Weg geguckt habe.
man sieht ja hier gelbe Punkte, also habe ich nichts übersehen. Da liegt noch etwas. Oh, eine kleine Ente. Nein, das kann nicht sein. Frau Miefig, das war ihr liebstes Spielzeug schon seit ihrer Kindheit. Es wurde ihr von einem alten Freund gegeben. Sie trägt es immer noch bei sich, egal wohin sie geht. Oh nein, und sie würde es niemals freiwillig verlieren oder hinlegen, wegschmeißen, verlieren, zurücklassen. Und da liegt noch etwas. Was ist das? Eine Spitzhacke. Oh nein, eine treue Spitzhacke. Auch die würde man nicht einfach fallen lassen. Aber vielleicht hat sie es extra gemacht, damit wir sie finden. Eine Spur, damit wir sie leichter finden können. Effis Spitzhacke, sie steckt in Schwierigkeiten. Hey, ihr da! Schaut, da vorne ist eine Höhle. Dort muss sie sein. Rieche ich da Nevrol? Stimmt, der wurde ja auch vermisst. Wenn er der Entführer ist, bedeutet dies, dass er auch hinter der verschwundenen Lieferung steckt. Ich glaube, es ist nicht sicher genug für mich hineinzugehen. Bitte, Sailor, rettet Effi. Ja, sie muss ja aufpassen, weil sie ist die Königin. Ihr darf nichts passieren. Vertraut eurer Nase! Dann wagen wir uns halt hinein. Alleine. Da oben. Ach, ist es da, wo wir vorhin waren und die gruseligen Leute standen? Ja. Wo ich gesagt habe, nee, da gehen wir lieber nicht rein. Und wir müssen, glaube ich, die Wachen... Ja, hier steht. Tück getötet und befreit. Wir müssen erstmal die Wachen beseitigen. Bei ihm, ihn können wir noch nicht angreifen. Wahrscheinlich erst, wenn die Wachen hinüber sind. Also ihnen scheint es ja gerade noch nicht sehr zu jucken, was wir hier machen. Vielleicht, weil wir noch so weit sind. Dann bringe ich euch eben eigenhändig um. Aha, okay. Er hat gedacht, jetzt lassen wir uns erstmal helfen von diesen, von den, wie nennt man die? Die hinter einem stehen und auf einen aufpassen. Mir fehlt jetzt gerade irgendwie das Wort. Die Leibwachen. Die Türsteher. Dass die das schaffen. Haben sie aber nicht. Ja, der ist recht stabil. Stinkbombenschmeister hier. Und Giftsaft. Er kämpft gar nicht wirklich. Er schmeißt nur mit allen möglichen Dingen um sich. Nevrol getötet. Und jetzt befreien wir mal die gute Mine. Danke. Ich wusste doch, dass ich eine Heldin gewittert habe. Ja, schnell zur Mama. Nö. Hier läuft eine Mama vorbei. Komm schon, Sailor. Okay. Schnell zurück. Zum Schloss. Weiß nicht. Sie wohnen hier wahrscheinlich vor diesem, in diesem... Wobei, das sieht gar nicht aus wie ein Wohngebäude, oder? Sieht eigentlich sehr eigenartig aus. Effi, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Ach Mama, mir geht's doch gut. Diese Ratte von einem Schwalbenhüter hat ja nichts getan, oder? Nein, mir geht's gut, versprochen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Du weißt ja um die Sorgen einer Mutter. Ich frage mich nur, was er wollte. Er wollte ins Lorm nehmen und war bereit, die Drogba die Drecksarbeit machen zu lassen. Nun, ein paar Drogba sind sicherlich nicht genug, um Loam einzunehmen. Loam, schönes Loam. Ja, aber besteht da nicht die Gefahr, dass... Wobei, nö, er ist ja jetzt hinüber. Aber ja, gut, ich weiß ja nicht, ob die Drogba ohne ihn das auch machen würden. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Findet Brock in Grimmarok und bringt Pontius Paket zu Kajan in Waldraken. Das könnten wir eigentlich mal machen in Waldraken. Damit wir dann eventuell, vielleicht kriegen wir da auch wieder eine Folgequest, damit das erledigt ist und hier nicht so lange im Questlog rumgammelt. Na, er hält sich natürlich am Markt auf.
Schaut, was ich heute ausgebuddelt habe. Ich weiß, dass es ein Paket von Ponzo ist, wenn ich es rieche. Danke für eure Lieferung. Das war eine lange Reise. Hier ist etwas, das Ponzo ganz sicher liebend gern eintauschen würde. Ach, hier bekommen wir die 10. Ich hab's mir vielen lieben Dank. Ausgebuddelt. Dann hat er noch irgendwie Ingenieurskunst, aber das ist wieder so ein Berufsdingens, ne, oder? Die Sippe von Loam benötigt die Fähigkeiten eines Ingenieurs, bin ich aber nicht. Kommt wieder, ja. Und? Ihr habt eine Nase, die Sippe von Loam bedarf der Fähigkeit eines Juwelenschleifers, bin ich auch nicht. Also man könnte sich die Sachen von einem fähigen Handwerker machen lassen. Vielleicht wollen sie das, also dass es dass den Handel ein bisschen ankurbelt, denn Moment, sehen wir gleich. Denn sonst hat man ja immer so Quests, wo man den eigenen Beruf, also Schneider, bla bla bla, halt. Aber hier wollen sie wahrscheinlich, dass man dann auch im Auktionshaus Sachen kauft oder halt Aufträge gibt, damit die anderen. Wobei ich habe natürlich absichtlich immer Twinks, die alle Berufe abdecken, damit ich genau in solchen Situationen nicht, wenn man Pech hat, nichts auf der Auktion kriegt, nicht ewig hinter dem Zeug herlaufen muss. Was ist das jetzt? Die Aspekte mögen euch schätzen. Oh, Donetus betrachtet euch wieder von oben bis unten. Ja, Mode ist wohl Geschmackssache, aber über die Ergebnisse lässt sich nicht streiten. Euer Können in der Schneiderei hat die Aufmerksamkeit unserer Meister erregt. Hier habt ihr ein weiteres Muster und Notizen, mit deren Hilfe ihr sogar noch größeres Fachwissen erlangen könnt. Dankeschön. Sieht in all euren Schlachten. Wie viel kriegen wir denn? 5. Sehr schön. So hat man dann irgendwann doch die Möglichkeit, mal alles auszumaxen. Und wir... Ach ja, das passt. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann kehren wir weiter zurück. Da die Berufssachen mache ich jetzt nicht. In die Höhle und... helfen den armen, kleinen, süßen Niefen mal weiter.